Im Namen der Freiwilligengesellschaft 1860 e.V. Großenheim begrüße ich euch trotzdem ganz herzlich zu unserem diesjährigen Schützenfest. Ganz besonders begrüßen wir unseren Oberbürgermeister, Herrn Dr. Sven Misbach, und unsere Gastvereine. Dies werden der Schützenverein Sacker 1888 e.V., der Gröditzer Schützenverein e.V., der Müggener Schützengesellschaft e.V., die Schützengesellschaft Radeburg 1226 e.V., die Schützengesellschaft Ruhland 1345 e.V., der Schützenverein Schönfeld 1873 e.V. und natürlich nicht zu vergessen unseren Spielmannszug Ortrand e.V. Kommen wir nun zu unserer Königskrönung. Wir haben ja vorigen Sonntag wieder unseren König ausgeschossen. Ich bitte nach vorn den Michael Mucher. Und die Marie-Louise Wagner, die aber leider heute nicht aus familiären Gründen anwesend sein kann. Deswegen wird vertretungsweise die Lisanne Günzel das übernehmen. Die bitte ich jetzt nach vorn. Und damit man natürlich auch sieht, wer unser Schützenkönig und unsere Schützenmeisterin des Vorjahres gewesen sind, bekommen sie natürlich auch noch ihren Orden. Zum traditionellen Abschreiten der Front. Schützen, stillgestanden! Michael Preußner übernimmt das Salutkommando. Vorwärts. Kommando. Ja, über. Ja, One, two. Erstes Lied, 8. Wo ist die 6? Das ist die 4 Schritt vorwärts. Ach! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. Stopp! Wird sehr laut. Kinder. Rechts. Ab! Das ist die 10. Wo ist die 8 Schritt vorwärts? Ach! Stock 10.
Und wir kommen nun zum Abschreiten der Front von unseren Hoheiten, einschließlich Oberbürgermeister. Vielen Dank. Gewehr ab! Rührt euch! Und nun lauschen wir den Worten des Herrn Oberbürgermeisters. Ja, liebe Schützinnen und Schützen, herzlich willkommen, auch wie jedes Jahr und so traditionell hier auf dem Hauptmarkt zur Schützenparade. Es ist immer ein würdiger Anlass und es freut mich natürlich, dass dieses Jahr wieder so viele Schützinnen und Schützen da sind mit ihrem Verein und dass natürlich auch die Bevölkerung da ist. Das ist manchmal ein Thema, was früher viel mehr gewürdigt wurde und ich hoffe auch in Zukunft immer mehr wieder gewürdigt wird und freue mich, dass so viele Gäste auch da sind. Damit es heute bei euch nicht ganz nur trocken wird, habe ich mir wieder überlegt, ein Fass Bier zu spendieren, das als Gutschein und übergebe ich schon mal, sodass es heute Abend für Sie ja, auch etwas ja, in einer guten Stunde, vielleicht auch Gedanken an Ihren Vorsitzenden, trotzdem nicht trocken wird. Da bedanken wir uns beim Oberbürgermeister mit einem einfachen Gut! Tschüss! Und das wäre auch mein letztes Wort gewesen. Ich wünsche allen für die kommende Saison und bis nächstes Jahr gut Schuss. Danke. So, jetzt haben wir die angenehme Aufgabe, einige Auszeichnungen vorzunehmen. Das geht von der Schützenschnur bis zu einem Verdienstorden. Ich bitte dann anschließend nach vorn. Zur Schützenschnur, die Peggy Rode hat sich schon hier vorbemüht, die Marie-Louise Wagner. Für die erste Eichel die Silke Breuer und den Jan Bernhard. Für die zweite Eichel den Mario Rode, der ebenfalls schon hier vorne steht.
Hartmut hat dann auch was verdient, aber er nimmt die Ehrung selber vor. Wir haben dann noch weiter die zweite Eichel, den Michael Naser, den Peter Kroll und den Klaus Bernhard. Die genannten auch noch vorn mit. Wer es weiß, darf stehen bleiben, die anderen bitte ich einzutreten. Weil wir haben ja dann noch einmal einen zweiten Durchgang und da sind einige doppelt dabei. Die wunderbare Auszeichnung des Vereinsorden in Bronze, da bitte ich den Peter Richter nach vorn und den Michael Naser. Bleibt ihr noch stehen, seid ihr so nett. Wir haben dann weiter die Ehrennadel in Bronze. Der Mario Rothe, die Peggy Rothe, die Lisanne Günzel. Wer noch nicht vorne ist, kommt schnell dazu. Zweimal die Ehrennadel in Silber, das ist der Kurt Reuse und die Silke Breuer. Und dann haben wir sogar zweimal die Ehrennadel in Gold. Da bitte ich den Andreas Bethke und den Peter Kunze nach vorn. Nachtragen muss ich noch die zweite Eichel, die Lisanne Günzel, sie war schon vor uns, wird jetzt die zweite Eichel bekommen. Uwe, du kommst mal bitte nach vorn. Uwe ist nämlich unser Schatzmeister und er hat die würdevolle Aufgabe, unseren zweiten Vorsitzenden auszuzeichnen mit dem Verdienstkreuz in Bronze.
So, damit sind die Auszeichnungen soweit durch. Wir haben jetzt die wichtige Aufgabe, zur Pause wegzutreten. Deshalb Schützen nach hinten wegtreten. Andreas, mein Glückwunsch, genau. Männer. Thank you.